Guckst du dir mal die Politik an, dann weißt du warum. Deswegen bin ich auch militantisch, Mensch. Kein Mitspracherecht. Da lebst du aber in der Vergangenheit. Ja, funktioniert doch. Siehst du, die Erde ist zu einer Nation gewachsen. So. Ah, okay, da. Epsilon Menace. Boah, unter mir ist auch noch so ein scheiß KI-Reich. Ja, das wird bei mir dann richtig lustig. Noch habe ich keine Nachbarn, aber sobald ich dann die ganzen Fragezeichen erforscht habe, das wird dann richtig lustig, ja. Vor allen Dingen viele KI-Nationen nehmen dir einfach die offenen Grenzen mit. Wir nehmen das mal noch. Scheiße, was hat eigentlich meine Rasse für einen Hauptplanet? Oh, Einfluss. Nein! Commander, ich bin kurz vor dir geschaltet. Kommt uns nicht in den Weg, sonst werdet ihr es bereuen. Wir verabscheuen eure frivolen Sitten. Jawohl. Einmal frei, die Menschen mag ich. Mensch. Erstmal ebenbürtig. Mein Nachbar. Du hast doch wieder schöne Nachbarn rausgesucht. Ja, klar. Okay. Ich hab das Glück perfekt. Für Menschen habe ich den Eindruck. Ja. Wir gehen die Kohle aus. Ja, mir auch. Naja, 265. Ja, so eine 3,5K-Flotte zu unterhalten kostet Geld. Was hast du bitte schön für eine Flotte? Ja. 3,5K. 3500, ey. Nein, Quatsch. Ich wollte das doch gar nicht. Der cheatet doch, der Sack. Nö, das. Denke ich das. Ich glaube, ich habe gerade dein Schiff gesehen. Wirklich? Mann. Warst du gerade zu einem Planeten geflogen? Ja. Zu einem Klasse F-Stern? Nee, Klasse A-Stern. Aber ich habe gerade was bei mir hin und her fliegen sehen. Das ist. Bin gute. 3 Sternsysteme weiter hoch. Also da fängt. Ist so mein Sprungradius. Ich hab die Wurmloch-Technologie mit. Oh Gott, jede Menge Zeug. Oh Gott. Und es ist schon langsam mit jetzt übertreiben. Ja. Ja, also. Wir spielen gerade mal auf 2. Nein, ich sag jede Menge Zeug von der Erforschungen her. Die ganzen nacheinander und statt dass sie gleichzeitig. Das verlangsamt halt voll die Kolonie-Projekt. Nicht gehen, man sieht's live. Ja, ich weiß. Das hat man schon zweimal gesehen, locker. Außerdem, wie gesagt, das ist nur ein Teststream. Nee, das geht hier um Leben und Tod. Ich sehe schon Mensch. Falsch. Nimmt das nicht so locker? Ja, also das gibt's doch nicht. Nur weil er Schweizer ist, denkt er, wäre sicher. Ja. Kommt, ihr kommt da auch mal ganz schnell runter. Ja. Ich habe jetzt mit 2 Politiken mein Buff, sag ich jetzt mal, weggemacht von Technologie und ihn sogar noch beschleunigt. Also, weiß nicht, ob das so gut Spiel so raus. Jetzt, boah. Weil ich habe jetzt bei dem einen plus 42er Prozent und bei dem Rest alles so halt normale Werte. Weil eigentlich minus 10 stehen sollte. Eine abendliche Niesattacke. Gesundheit. Danke. Ah, das habe ich. Immer am Abend. Da. Ich hab's immer am Abend, die Nieserei. Das kann Alex bestätigen. Da bist du gerade bei mir mit reingesprungen? Nee. Könnt ihr ja versuchen, hier irgendwelche Namen vorzulesen, aber die sind alle so komisch. Ihr fliegt ja auf dem Schiff an meinem Rand entlang, das ist beunruhigend. Etwas. Hm.
Warte, ich muss mal jetzt komplett unprofessionell meine Nase pudern. Nicht pudern, Pudern, ja. Pudern, pudern. Total unprofessionell. Putzen. Nee. Ich sag ja, ich bin unprofessionell. Unvorbereitet wie immer. So, ruhige Runde. Aber was habt ihr denn jetzt immer die ganze Zeit gemacht? Erzähl doch mal. Ja, also meistens ich und Alex eigentlich hauptsächlich am Ark Survival spielen. Jetzt auch mit dem neuen Scorched Earth. Seven Days haben wir wie bekloppt gemacht. Ja. CSGO, Rainbow Six. Aber halt wir alles mit aufgenommen, ja. So richtig. Also mehr halt just for fun. Aber jetzt halt auch wieder mehr in Richtung wie das Stream. Also ich will es jetzt zumindest mal ein bisschen mehr wieder aufnehmen, streamen. Und Abo-Zahlen habe ich auch ein bisschen, ja. Ich habe ein bisschen mehr Abos bekommen. Das freut mich schon echt. Wie viel hast du denn jetzt? 32. Ja, läuft doch. Ja, ey, von 0 auf 32, also da jeder angefangen hat. Ja, du, besser als Rückgänge, also bitte. Ja, mein, klar, ein paar hat man immer verloren. Wenn längere Zeit nicht mach, dann ist klar. Oh Gott, Commander. Was denn? Bei dir ist ein totales Weich. Ja, läuft doch, mit dem freund ich mich, also kann man mal den Rest kalt. Kann man jetzt mit den Handeln und so machen oder immer noch nicht? Ja, man kann es probieren, ja, ich hab's schon mal hingekriegt. Bloß dann, oh, cool. Das war bloß so eine Vater-Sohn-Geschichte, also wie das Imperium. Der Kerl hat mich als Jüngling bezeichnet, irgendwann war es sein Schüler. Aha. War schon geil. Wow. Ne? Die Macht ist stark in ihm. Das Lustige war, das hieß noch Imperium, also gibt's mehrere Zufälle. So, forscht es endlich weiter? Jawohl, in 47 Monaten endlich. Aber die sind bei Stellaris immer noch nicht vom Preis runtergegangen, kostet immer noch 40 Euro. Ja, ne, das ist eigentlich ziemlich happig. Da würde ich ehrlich gesagt abwarten, weil da gibt es sicher den ersten Deal. Sobald es der Leviathan DLC rauskommt, denke ich mal, entweder dort ist eine Option, wo sie sagen, okay, da machen sie es günstiger, oder sie machen halt beim Weihnachtssale mit. Was auch ziemlich klasse wäre. Habt ihr schon eine Kolonie? Nee. Nö. Mit was? Ich hab gleich erstmal Detektor für. Hm. Ich hab noch 20 Monate, bis das dahin ist. Dadurch, dass immer wieder solche Scheiß-Events. Ah, 44 ja, Monate noch. So. Ich hab sogar schon meinen ersten Planeten, wo ich das gleich machen könnte. Planetengröße 19. Oh, das ist gut. Ich habe einen 23er und hoffentlich klappt das. Ja, 43 immerhin Monate. 18. Tobi, schickst du nochmal ein Schiff hoch? Weil man kann. Der nicht. Fährt dort oben noch mehr. Also. Ich weiß nicht, wenn du mal guckst von den Nebula, Dings der Bumster, wenn du da eins nach links fliegst. Nebula, eins nach links, ja. Also straight rüber, ne? Und dann ja. Einmal den nächsten nach oben nimmst. Auch nur wieder so nach links. Da würdest du dann meine Flotte dann treffen. Ja, da sind ein paar Aliens auf dem. Kommt gleich. Ordnungsgeschwindigkeit nach oben. Was macht ihr momentan so für Forschungs? Was? Ein Forschungspunkt. Wie viel macht er da? Dann ich hab gerade 6, 7, 8. Also 6 Ingenieur, 7 Bio und 8 Physik. Ich merk schon, du bist unsympathisch. Tja. Du bist ja vorbereiten. Ich werde ja angegriffen von allen Seiten. Ja, ja. Kreis, was also, ich hab 7, 5, 5. Ich
Ja, 555, immer noch. 559. Okay. Ah. Okay, das haben wir auch erforscht. So, dann nächste. Schnell. Ich glaube, ich habe dich jetzt als Forschungsziel. Gamma Aliens. Also sie fliegt mit meinem Forschungsschiff, wo ich die nicht so richtig brauche, nach rechts, Richtung Zardanis Nebula. Ausweichende Flotte, was the fuck? Natürlich habe ich einen Forscher erwischt, der Militärtheorien hat beim Sozialen. Construction complete. Okay, mehr Strom. Ich brauche mehr Strom. So, damit bin ich eine demilitarisierte Nation. Was? Kraus ist mein letztes Schiff verrückt. Erst Kontakt. Tobi! Hi! Was? Ich glaube nicht. Doch. Das ist ein wichtiges Ereignis. Ach du Scheiße, du bist am Arsch der Welt. Ach doch, du heißt einfach. Oh, sehr kreativ. Hotram, Lambda, Serpentis, nö. Ist nichts, so was vorgekommen ist. Tobi, wollen wir gleich mal ein paar Forschungsabkommen machen? Ah, du weißt schon. Ja, Schritt für Schritt. Alex, du hast gesagt, du bist so circa 7 Uhr, oder? Genau, links von Temestra, wie heißt das? Ach nee, doch nicht der, doch. Temestra Badlands. Genau, links davon, aber richtig weit links. Und Tobi, überhalb Rion Nebula. System Survey complete. Gib dir doch nicht nur. Was? Wie? Du gibst mir nichts. Okay, ungefähr so. Warte. So, mein Forschungsschiff fliegt mal da runter. So, Konstruktionsschiff fängt natürlich auch ein bisschen. Läuft doch. Bergbau durchführen. Eine glorreiche Zukunft. Genau. Sieht aus wie ein alter Dinosaurier, weißt du das? Danke, sehr nett. Dankeschön. Sowas hört man sehr gerne. Immer noch. Du alter Dino. Aber ich schaue auch nicht besser aus, ich bin ja auch nicht so eine Eule. Aber ich meine, das gefällt mir irgendwie am besten vom Bild her. Construction complete. Construction complete. Den Satz höre ich doch gerne. Research complete. Auch ein Satz, wo ich gerne höre. Mach mal was, das gleiche wie. 18 Monate verbleibend. Oder 17 eigentlich für die neue Welten. Ach, du brauchst auch gerade ein Dings Kolonieschiff. Nee, halt ja Forschung zumindest, aber. Ich also ich hab schon meinen zweiten Planeten. Naja, schön. Schön für euch.
Also ich habe auch die Plantoiden als Raumschiffdesign genommen. Aber Vogelspezies als Bild. Lustige ist, die Hälfte von meinen Schiffen hat schon Schilder, obwohl ich noch nicht mal Schilder erforscht habe. Ja. Wow. Startboni. Aber die Forschung ist doch schon billig. Das stimmt, ich hab's auch kommen. Alle 240, einmal frei. Okay, Alex, ich bin dann bei Isfall. Reak, Kaff, Isfall, Menok. Also links von Themistra Badlands ist auch ein anderes Reich. Direkt links. Tetermenes. Oxinak Vela hat Ach er du das Mann. als Hauptplanet. Bombokast? Nee, keine Ahnung. Ach, ist egal, du findest mich schon. Findest mich schon. Ja, das Universum ist ja so klein. Ja, ist so, guck mal. Scroll mal raus, ist doch ganz so groß. Ja, dann ist alles klein, aber trotzdem. Mhm,